Mit dem symbolischen Banddurchschnitt konnte am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Thüringens Kultusminister Christoph Matschi in Jena ein neuer Kindergarten eingeweiht werden. 1,7 Millionen Euro wurden in die Einrichtung auf dem Beutenberg investiert. Eine knappe Dreiviertelmillion gab es dafür an Zuschüssen vom Freistaat. Die Einrichtung ist die mittlerweile vierte Kindertagesstätte des Studentenwerks in Jena. Das Studentenwerk hat ja die Aufgabe, sowohl für die Studierenden als auch für die Hochschulen Dienstleistungen zu bringen. Und es ist natürlich klar, dass bei einem externen Forschungscampus wie hier auf dem Beutenberg natürlich der Bedarf an Kinderbetreuung auch groß ist. Wir haben 62 Kinder, die wir betreuen können, davon 30 unter 2 Jahren. Das ist ja auch gerade die Bedarfsgruppe, die für Studierende sehr interessant ist, damit sie schnell wieder in Studium und Forschungsarbeiten einsteigen können. Zur feierlichen Einweihung der Kita in der Albert-Einstein-Straße wurde der musikalische Teil des Programms von Kindern aus der Einrichtung im Fuchsturmweg gestaltet. In einem Rundgang konnten die Gäste dann erste Eindrücke von der vor kurzem erst fertiggestellten Kita sammeln. Ich finde, der Kindergarten ist wunderbar gelungen. 60 Kinder werden hier Platz haben. Es wird auch zweisprachig zugehen im Kindergarten, dass schon die Jüngsten auch mit Deutsch und Englisch aufwachsen können. Finde ich wunderbar, eine große Chance für die Kinder. Die Zweisprachigkeit ist dabei auch der Tatsache geschuldet, dass viele Forscher am Beutenberg-Campus eher Englisch als Hauptsprache benutzen. Der Nachwuchs soll dabei an der neuen Kita aber nicht nur mit Deutsch und Englisch aufwachsen, sondern man hat sich auch einem anderen wichtigen Thema verschrieben. Wir haben zum Weiteren uns intensiv mit der Frage vorurteilsbewusster Erziehung beschäftigt, damit den Kindern gegenüber kein Eindruck des Gleichmachens und des Gleichartigen entsteht, sondern dass auch die Kinder schon feststellen können, dass es Unterschiede gibt zwischen ihnen und ihren Spielkameraden. Und damit die Kids in den Kindergärten bestens betreut werden und junge Eltern dabei problemlos ihrer Arbeit nachgehen können, dafür hat die Thüringer Landesregierung in diesem Jahr ein neues Gesetz verabschiedet. Wir haben mit dem neuen Kita-Gesetz dafür gesorgt, dass der Betreuungsschlüssel sich verbessert in den Kindergärten. Das heißt, es wird ungefähr 2400 neue Erzieherinnen und Erzieher in Thüringen geben. Damit haben wir gute Bedingungen, auch auf die Kleinen einzugehen, sie in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Wir geben den Eltern mehr Sicherheit. Wir sagen Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag. Dann muss es einen Platz für die Kinder geben. Und wir haben eine garantierte Betreuungszeit von 10 Stunden. Und das heißt, so gute Bedingungen bietet heute kein anderes Bundesland. Wir sind in Thüringen Spitze. Das neue Kita-Gesetz bringt also jede Menge Vorteile für junge Familien, von denen man auch in der Einrichtung am Beutenberg in Jena profitieren wird.